Also ich hatte auf jeden Fall einen Aha-Moment, als ich in dem Forschungskolloquium mitgemacht habe im letzten Semester. Das ist ein regelmäßiges Treffen, wo Dozierende und Studierende im Master sich über Fachgeschichte unterhalten haben. Und da haben wir sehr viel über die Geschichte der Theaterwissenschaft im deutschsprachigen Raum gemacht. Und da hatte ich so einen richtigen Aha-Moment, wo ich irgendwie realisierte, dass das hier total anders passiert ist wie zu Hause in den USA. Und wo auf einmal die ganzen Begrifflichkeiten, die hier sehr anders sind, so richtig, es ist alles irgendwie zusammengekommen, wo ich merkte, okay, deswegen sagt man hier das eine und zu Hause das andere. Genau, also es hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht, welche Begriffe ich eigentlich verwende in meiner Arbeit und was die Geschichte dieser Begriffe ist und wo das alles herkommt und in welche Denktraditionen ich mich irgendwie einfädeln möchte, wenn ich über Theater oder theatrale Praktiken oder Performance schreiben will. Also das sind ja alles sehr unterschiedliche Wörter und die haben alle unterschiedliche Geschichten in der Wissenschaft. Und genau, also das war ein sehr cooler Aha-Moment für mich. Ich habe eigentlich ganz oft so kleine Aha-Momente, aber zusammengefasst wäre das vielleicht, dass ich erst jetzt, obwohl ich jetzt schon wieder seit 4 Semestern den Master studiere und vorher lang einen anderen Bachelor gemacht habe, dass ich merke, dass ein Fach wie Theaterwissenschaft einfach auch Zeit braucht und Zeit verlangt im Studium. Also jetzt fängt es bei mir an, dass ich so Verbindungen mache zu den Dingen, die ich teilweise auch im Bachelor gelernt habe oder Dinge, die ich von irgendwo anders her weiß. Und man greift das dann so wieder auf und das ist halt total toll. Und jetzt merke ich so, okay, diese ganze Arbeit, die man teilweise nicht versteht, fängt an, Sinn zu machen. Und das ist richtig toll. Also es lohnt sich auf jeden Fall, einen Master zu machen.